Horrido und Weidmannsheil, liebe Freunde der virtuellen Jagd. Wir sind unterwegs, beide Hunter. Ja, die letzte Folge, die Dienstagsfolge, mal ein halbes Minütchen kürzer als meine Standardzeit. Aber ich bin hier jetzt auch nochmal etwa eine Minute weitergelaufen, habe nochmal ein bisschen Wasser genommen, weil mir ein bisschen der Hals kratzt. Auch dadurch bedingt, dass hier wieder doch recht warm in der Bude ist. Und ja, wir haben nichts gesehen, also wir haben auch nichts verpasst. Oder ich habe nichts gesehen, dadurch haben wir nichts verpasst. Passt so vielleicht besser, denn ihr wart ja in der Pause nicht mit dabei. So, was haben wir denn da für eine schöne Spur? Wappidi. 310 bis 410 Kilo ist auch nicht schlecht, aber nicht die Tierart, die ich jetzt bevorzugen würde. Deswegen gehe ich hier den Weg weiter und hoffe, dass es irgendwann auch mal anfängt zu gackern und sich da ein paar Truthähne bemerkbar machen, dass ich sagen kann, okay, Lockrufer raus, hierher kommen. So, da haben wir wieder Kanickelkacker. Was haben wir hier? Da haben wir Schweinekacker. Oh, da haben wir einen Karnickel. Nein, jetzt nicht weg. Och. Komm wieder her. Wenn ich jetzt da reinschieße, treffe ich ihn doch eh nicht, oder? Da kommt er wieder runter. So, drei Schuss rausgefeuert, weil es eben mit der Waffe auch so schnell geht. Und auf Nummer sicher zu gehen. Wir schauen mal, wie viele davon Treffer waren. Analysieren hier aber vorher noch die Schweinekacker. Also die Waffe wirklich nicht schlecht, weil man eben schnell mit abfeuern kann. Bisschen Übung braucht es vielleicht noch. Dementsprechend auch meine Statistik im Moment noch nicht wirklich so gut. Aber oftmals, wenn ich mit einer Waffe anfange, das so, dass die Statistik erstmal noch ein bisschen schlecht aussieht und sich dann im Laufe der Zeit dann bessert. Nur einmal getroffen, 1,4 Kilo. Ja, ist doch eigentlich in Ordnung. 35,5 Meter waren es, 2 Sekunden Verletzungszeit, das ist noch okay. Dann haben wir noch einen Hasen, ein Kaninchen erlegt. Müssen jetzt natürlich aufpassen, da haben wir jetzt 3 Schuss rausgehauen, dass wir auf jeden Fall uns noch ein paar Schuss Munition aufheben für Truthahn. Falls wir denn irgendwann mal welche finden sollten. Aber so haben wir zumindest in der Folge ein Kaninchen. Ist doch auch was Feines. In der letzten Folge hatten wir einen Keiler. Und ja, wenn ihr die letzte Folge am Dienstag nicht gesehen habt, holt's nach. Der Keiler ist sehenswert. Der hat ein paar schöne Hauerchen gehabt. Zumindest könnt ihr dann sehen, wie es zum Erlegen kam. Denn ich vermute mal, dass ich den Keiler sogar hier als Thumbnail, also als Video-Vorschaubild verwende. Denn ich bräuchte wieder ein paar neue. Ich hatte nur bis Folge 100 angefertigt. Dann war ja am Dienstag 101. Heute haben wir die 102. Also sind schon wieder neue nötig. Und da würde sich der Keiler jetzt natürlich anbieten. Aber ob es wird, das kann ich erst nach der Aufnahme dann sagen, wenn ich mich dann an das Thumbnail an Stellen ranmache. So, da hinten. Sehe ich da richtig? Ist da Karnickel? Ja. Aber weit.
Ist der da jetzt tot umgefallen? Oder macht er da nur Pause? Wir werden mal schauen. Ich schätze nämlich, wie viel habe ich? Zwei Schuss, richtig? Ja. Und ich schätze mit einem von beiden. Der erste sah mir aus, als wäre er drüber gegangen, aber der zweite könnte ein Treffer gewesen sein. Wir werden mal gucken, wenn Kaninchen wegrennt und wir keine Blut, keine Schweißspur finden, dann haben wir halt nicht getroffen. Ansonsten haben wir zwei Kaninchen. Naja, da wird die Pfanne auch schon voll. Also satt werden wir. Definitiv, das kriegen wir hin. Ist dort noch eins? Nee. Es glitzert da so. Bin mir nicht sicher. Aber nee, ich würde einfach sagen, das ist die Sonne, die dort in der Rinde sich einfach ein bisschen reflektiert. Vielleicht habe ich doch die Grafik ein bisschen zu hoch eingestellt. Oh, verwilderte Schweine, Spurensuche, Level 12. Wie geil ist das denn? Also ab der nächsten Jagd bekommen wir da schon wieder mehr Informationen angezeigt. Ist das geil? Ist das geil? Ja, da hat die Jagd doch auf jeden Fall schon was gebracht. Egal wie es ausgeht. So. War das das Kaninchen? Da haben wir eine Sau. Männlich da hinten. Und ich sehe hier auch keinen durchgezogenen. Wir antworten einfach mal. Sicher ist sicher. So, wo ich mir nicht sicher bin, war das das Kaninchen? Aber dann hätte es ja hier irgendwo, wenn es da wirklich liegen geblieben wäre, auch liegen müssen. Hier haben wir mal wieder eine Spur. Flüchtend. Nee, also, ich würde sagen, war kein Treffer. Ist doch nur ein Kaninchen. Vielleicht sehen wir hier noch mal was. Irgendwo hat sie es bestimmt versteckt. Aber das sind Meister im Verstecken. Schwer zu finden und gerade hier mit den Steinen, die natürlich auch so ein bisschen rundlich wirken. Ja, sehr, sehr schwierig. Sieht man meistens erst beim Wegrennen und beim Wegrennen inklusive Haken schlagen ist es dann doch schwer. Also, haken wir ab. Das war nichts. Das zweite Kaninchen. Ja, bleibt die andere Hälfte der Pfanne doch noch offen. Wobei, naja, das andere Kaninchen mit 1,4 Kilo waren es, richtig? Ist ja dann doch auch schon ordentlich was in der Pfanne drin. So. Das hier unten ist auch kein Kaninchen, sondern nur eine Spur. Ja. Nee, also wie gesagt, da würde ich sagen, Kaninchen ist abgehakt. Schauen wir doch mal, ob inzwischen von der Sau schon was zu sehen ist. Die bewegen sich ja leider Gottes oftmals sehr, sehr gemütlich auf so einen Call hin. Da muss man dann doch manchmal noch ein ganzes Stück warten, bis man da irgendwo eine Sichtung bekommt. Ja, einen Fehler habe ich gemacht. Ich habe mir nicht markiert, von wo der Ruf kam. Weiß jetzt nicht mehr genau, war es links vom Weg oder war es rechts vom Weg. Heißt, ich brauche mich auch nicht wundern, wenn es gleich galoppiert und die Sau wegrennt, weil ich in die falsche Richtung geguckt habe.
falls sie denn überhaupt auch auf dem Weg zu uns ist. Nur, dass wir gecallt haben, heißt nicht automatisch zwingend, dass die auch kommt. Das kann sein, dass es gar nicht gehört hat. Es kann sein, dass er einfach keine Lust hat. Darf man nicht automatisch immer drauf schließen. Also callen und sich hinlegen und warten, och, da muss was kommen. Nee, es muss nicht kommen. Aber ich sehe hier leider Gottes auch gar nichts. Sie könnt einem ja auch mal den Gefallen machen. Einfach nochmal schreien, dass man einfach nochmal weiß, okay, wo bist denn jetzt? Hab ich die Waffe nachgeladen? Ja, hatte ich. Jetzt ist sie nachgeladen mit vollem Magazin. Und die 22er da. Da haben wir nochmal. Da hinten. Das ist ja noch ein weites Stück. Das war hier. Das ist ja noch ewig hin. Ui. So. Aber immer noch kein Truthahn. Ja, ich glaube, das mit dem Truthahn wird auf dieser Jagd dann doch nichts. Ja, ich nehme die Spur jetzt nicht an. Es war Weißwedel. Ich behalte hier die Sau jetzt mal im Huntermate drin. Bei der wir natürlich auch rechnen müssen, dass die hier unten natürlich direkten Weg geht und uns nicht auf dem befestigten Weg hier entgegenkommt. Wenn sie denn überhaupt, denn vom letzten Ruf her muss ich sagen, kam es mir jetzt nicht so vor, als hätte sie reagiert und wäre unterwegs in diese Richtung. Deswegen einfach auch nochmal einen Call hinterher, nochmal um deutlich zu machen, hier, Pueschi, du wirst erwartet, trab gefälligst an. Ich habe hier noch einen schnellen Freund, den ich dir gerne mal zeigen würde. So langsam kommen wir hier auch näher. Das heißt, so langsam müssen wir auch vorsichtig machen, um nicht entdeckt zu werden. Deswegen mal hier noch ein Stückchen hoch. Und hier greife ich jetzt mal doch erst zum Fernglas. Schau mal die Gegend ein bisschen ab. Kann ich hier eine Sau erkennen? Auf der freien Fläche hätte ich es wohl mit bloßem Auge schon eher gesehen. Sieht mir nicht so aus. Also ich vermute fast, dass sie trotz Call hier nicht unterwegs zu uns ist. Auch da unten sehe ich keine Bewegung drin. Ich sehe es schon kommen. Gleich höre ich es irgendwo galoppieren, weil sie abhaut. Weil sie dann irgendwo seitlich stand und uns gesehen hat. Aber falls wir sie jetzt noch entdecken sollten irgendwo, wäre das natürlich ein Grund, auch mal eine Überlänge wieder zu machen. Um wenigstens den Schuss noch in die Folge reinpacken. Oh, man sieht hier echt gar nichts. Da war jetzt was zu hören. Aber Weißwedel weiblich da hinten, nee.
Das interessiert uns jetzt aber gar nicht. Weißwedel, nee. Nee. So, hier werde ich die Spur jetzt mal schauen. Das könnte die Sau natürlich dann gewesen sein. Mal schauen. Nee, das ist auch wiederum Weißwedel. Da unten, das hätte... Da hinten steht ein Weißwedel, aber keine Sau. Auch nur ein Mädel. Ja gut, da holen wir uns die Sichtung ab, aber den Finger lassen wir gerade, da schießen wir nicht. Denn wir hoffen ja noch, dass wir hier irgendwo in der Nähe vielleicht noch einen Keiler auffinden könnten. Hier sind einige Spuren, da könnte natürlich vom Keiler welche dabei sein. Aber diese Spuren werden wir uns erst in der nächsten Folge anschauen. Bis dahin, alles Gute und ciao, ciao!